Herzlich willkommen, Yoga über 60. Heute drei Übungen, die ganz besonders wichtig sind. Für die Öffnung der Brustwirbelsäule, die Beweglichkeit, für die Streckung, die Aufrichtung der ganzen Wirbelsäule und für die Hüftbeweglichkeit, Fuß- und Hüftstabilität. Wir beginnen gleich mit der ersten Übung. Atme ein, öffne den Brustkorb. Atme aus, bring die Finger hinter dem Rücken zusammen und streck dich und beug dich ein wenig nach hinten. Und nun bleib ein paar Atemzüge in dieser Stellung. Kopf heben, Kopf schaut nach oben. Achte, dass du den Nacken nicht so stauchst, dein Nacken bleibt lang. Und zieh mit den Armen, dehn den Brustkorb, beug dich etwas mehr nach hinten. Achte, dass du nicht zu stark ins Hohlkreuz gehst. Atme tief ein und aus. Weite die Brust. Sehr schön, langsam löst die Übung. Lockere ein bisschen die Schultern. So, jetzt ist schon die Brustwirbelsäule beweglich. Jetzt kommt die Streckung der ganzen Wirbelsäule. Du kannst es auch gegen eine Wand machen, mit den Händen so aufstützen. Die Beine weit auseinander. Wenn du hier ein bisschen verkürzt bist, kannst du die Knie etwas beugen, so als Anpassung. Und auch hier wieder wichtig, dass du nicht im Hohlkreuz hängst, dass der Rücken hier lang ist und dass du die Schultern nicht hochziehst. Du kannst die Hände auch seitlich fassen. Und jetzt gehst du langsam mit dem Ausatmen ins Dehnen, streckst die Wirbelsäule, verlängerst den Nacken, dehnst die Beinrückseite, das Gesäß. Und schon nach wenigen Atemzügen spürst du, wie die Wirbelsäule lang gestreckt wird, gedehnt wird. Und nun komm ganz langsam ein bisschen in die Knie und komm ein wenig hoch, der Nacken bleibt lang. Und jetzt fokussiere dich auf die Kräftigung des Rückens. Zieh den Bauch etwas nach innen, indem du die Bauchmuskeln aktivierst. Und jetzt kräftige den Rücken, schau nach vorne, kannst die Knie etwas beugen und spür jetzt die Kräftigung im ganzen Rücken. Dann komm ein bisschen höher noch, spür auch hier wieder die Kräftigung im ganzen Rücken, wo jetzt mehr Kräftigung ist im Vergleich zu vorher. Sehr schön. Und dann komm weiter hoch, nimm die Arme jetzt seitlich und jetzt geh noch ein wenig nach hinten in eine sanfte Rückbeuge. Öffne die Arme weit und kräftig jetzt auch im Nacken. Und atme tief, die Beine jetzt strecken, die Hände sind geöffnet, zieh die Schulterblätter nach unten. Und spür die Kräftigung im Rücken. Sehr schön. Und nun dann kommen wir noch zur dritten Übung für die Fußstabilität und die Hüftmobilität. Jetzt kannst du dich hier so abstützen. Und das ist ganz wichtig, dass du hier jetzt im Fuß stabil bleibst. Also nicht einknickst, sondern stabil bleibst. Das rechte Bein ist gestreckt. Und nun beginnst du mit Hüfte nach außen und nach innen zu rotieren. Und achtest, dass du so eine Achterbewegung hinbekommst. Das Stammbein bleibt gestreckt. Du kannst auch lächeln dazu. Das ist ganz wichtig, diese Hüftbeweglichkeit ab 60, dass du das wirklich jeden Tag einmal machst, diese Achterbewegung und gleichzeitig das
stabile Standbein, Fuß kräftig, und das ganze Bein kannst du auch mal probieren, die Hand wegzunehmen. Dann wird es gleich viel schwieriger mit der Stabilität. Und zum Schluss streckst du noch das Bein so aus, kannst du dich achten, hier so stabilisieren. Und achte, dass du hier wieder nicht im Hohlkreuz bist, dass der Rücken lang ist. Schultern nach unten ziehen und bleib noch ein paar Atemzüge. Spür die Kräftigung der Gesäßmuskulatur, Rückenmuskulatur. Sehr schön. Dann komm langsam nach unten. Schließ mal die Augen und spür, wie du stabil stehst auf dem linken Fuß, wenn du da jetzt gekräftigt hast. Und dann wechseln wir die Seite, jetzt den linken Fuß, wieder das Bein strecken, dich aufrichten, der Rücken ist lang. Und dann wieder mit der Hüfte die Außenrotation nach innen, diese Achterbewegung ganz langsam. Die Hand hilft so mit, der Arm geht mit, sodass du gut spüren kannst, diese Bewegung im Hüftgelenk. Auch wieder kannst du lächeln. Stammbein bleibt gestreckt. Und dann wieder die Beinstreckung. Jetzt das rechte Bein strecken. Die Ferse stoßt nach hinten. Auch, dass die Schulter nicht hochziehst. Dein Nacken bleibt lang. Und jetzt wirklich auch aufs Becken, dass du nicht so ausdrehst, den Bauch rechts auch aktivieren und dann spür diese Übung ein paar Atemzüge. Langsam löse die Übung und dann stell dich hin, spür nach, spür die Fußstabilität, die Beckenstabilität, Hüftstabilität, das Becken spüren und spür jetzt die Brust, die Weite, die Öffnung und die Streckung der ganzen Wirbelsäule. Wo hat die Übung bei dir am stärksten gewirkt? Nachspüren. Dann den Atem noch spüren, ist der Atem jetzt langsam und tief. Und dann öffne langsam die Augen. Ich würde mich freuen über deinen Kommentar, wie die Übungen bei dir gewirkt haben. Füße, Becken, Brust, Wirbelsäule. Und gib mir gerne ein Like. Und wenn du weitere so Übungen lernen möchtest, dann drück die Glocke und sei dabei. Ich habe unglaublich viele Videos in Planung und freue mich über deine Fragen, denn ich gehe ganz bestimmt auf dich und deine Fragen ein. Herzlichen Dank. Namaste.